Gib uns ein Zeichen. Ich habe was ganz Schlimmes gesehen. Verträge spielen 3. Wähle einen Job. Edgefield Street House. Profi. Okay, das geht noch. Nein, jetzt wieder. Jetzt geht's wieder an den ganzen Krams, weil. Ne? Hallöchen. Gibt dir nur zwei Autobus sein kann. Ich habe den Namen des Geistes jetzt schon wieder nicht gemerkt. Gib mir ein Zeichen. Gib mir einen Knochen. Vergesse ich bestimmt gleich. Gib mir ein Zeichen. Ich hätte den Raum gerne nochmal. Das war einer meiner ersten. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Ja. Gib mir ein Zeichen. Weiß nicht, ob das irgendwie glitchy Fußschritte-Sounds sind. Fußschritte, genau. Ihr wisst schon, was ich meine. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Ouija-Brett. So weiß ich, wie ich ganz schnell auf Sanity 0 kommen kann. Gib mir ein Zeichen. Gehen wir mal hoch. Das war ich, oder? Einfach mal alles durch, ob hier irgendwo eine Tür oder was offen ist. Irgendwo? Ja, da. Wo bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Ach. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Yes. Ah, endlich. Okay. Dreier? Okay, das ist schon mal anfangen. Schmeißen wir auch hier hin. Geisterbox. Es geht schon wieder so in Richtung. Wie heißt das? Poltergeist, so aktiv wie du bist. Mal ganz kurz was schreiben. Dumm. Ich bin gleich wieder für euch da. Na?
Okay. Gut. So. Sieht man mich? Ne? Meinen tollen Haaransatz? Okay. Geisterbox haben wir schon mal. Das ist gut. Dann hätte ich jetzt gerne Kamera und... Anfänger. Mache ich später. Kamera und Buch. Geister-Event, Bewegungssensor, Kruzifix. Also mit Kruzifix ist gar nicht so schlecht, wenn ich auf Sanity 0 runterkomme und das Ouija-Brett anfange zu spammen. Die Schlüssel haben immer noch keine Funktion. Okay, eins. So. Kameras an. Ja. Vergesse ich ja anscheinend in letzter Zeit ganz gerne mal. Das ist hinten die Wand und das ist das Bett und es sieht unglaublich langweilig aus, dieses Bild. Ich musste erst mal verstehen, was ich überhaupt da sehe. Was nehme ich denn noch mit? Jo, bleibt ja nicht mehr so viel. Ich hätte gerne noch einen Orb, weil Orbs sind schön. Gut fürs Gemüt. Und ich bin auf Profi. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu verschwenderisch mit meiner Sanity umgehe. Oh. Ist das hier im Badezimmer? Nee, nicht, ne? Ich meine, am naheliegendsten ist da hinten das. Könntest du das mal lassen? So. Nein. Auch nicht. Okay. Du geigst wieder etwas mit. Beweisen heute, ne? Dann leuchten wir mal in die Richtung. Wie ist das? 3. Moment. Oh, komm schon. Komm mal mit dem Thermometer, weil jetzt lohnt es sich wirklich. Kann man auf jeden Fall noch hoffen, dass es noch ein paar andere Orte gibt. Ich bring schon mal ein Kruzi mit rein. Auf jeden Fall ist es jetzt warm genug. Aha! Dann war das eben nur Glück, dass ich den... Da war das immer auf. Bist du vielleicht wieder eine Banshee, weil du, weil du mich wieder das Gefühl, fühlen lässt, dass ich unter Verfolgungswahn leide, weil du mir immer so hinterherkommst. So. Das und das. Hm.
weißes Geklühe macht mich auch gerade wahnsinnig. Beweise finde ich mir gerade wichtiger. Nichts, auch nichts. Du bist selbst für einen Poltergeist ziemlich aktiv, ne? Jetzt hole ich nämlich eine Kamera. Ich habe die Kamera bestimmt nicht nochmal außen eingeschaltet, oder? Ja, also aktivitätsmäßig bist du gut dabei, muss ich sagen. Ah, den Bewegungsmelder. Muss ich noch umsetzen. Ist zu hell. Das ist, wenn der Geist so viel macht, dann macht er mich ein bisschen nervös und dann vergesse ich Sachen. Ach komm. Hab ja genug dabei. Dieser Geist macht mich wahnsinnig, der ist mir zu aktiv. Das verwirrt mich. Ich habe aber auf jeden Fall eine EMF 5. Was hatte ich denn noch? Eine Geisterbox. Gin Oni. Oni. Eindeutig Oni. Dann Buch. Gin wäre... Orb. Okay. Das ist immer noch super hell jetzt. Oh, warum ist das wieder so hell? Macht mich wahnsinnig. Egal, ich vermute ein Buch. Natürlich ein Keller. So, lass bitte die Sicherung an. So ein leichter Hinweis, dass es kein Djinn ist. Das ist mir zwar auch schon mal passiert, dass ein Djinn eine Sicherung ausgemacht hat, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich. Okay, ja, da haben wir ihn doch. Okay, zeige dich. Zeige dich, Geist, dessen Name ich mir total gemerkt habe. Aber du bist jemand, dessen Namen man nicht nennt. Deswegen respektiere ich dich total und nenne deinen Namen nicht. Aber lauf bitte durch den Bewegungsmelder. Ich brauche das Geld. Und ich bin jung. Fast. Auf jeden Fall Oni. Gut, dann... Ich finde, der Oni ist der einzige Geist in dem Spiel, die einzige Geisterart, die ich nicht so als Geist kenne. So. Für mich ist ein Oni halt immer so ein riesen Troll, japanischer Troll mit... Ich muss mal gerade was ausprobieren. Das? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein? Na gut. Also Kruzifix Geister-Event. Gibt es denn nicht das... Ouija-Brett, ein Geister-Event? Was sag ich mit dem Handy? Gibt es kein Geister-Event?
hier. Zeige dich. Thomas Miller. Ich habe den Namen nicht gemerkt. Warum ist noch gar nicht ganz dunkel? Oder wir haben Vollmond. Okay, reicht noch. Und es ist Maria Taylor. Jetzt weiß ich, warum ich mir den Namen des Geistes nicht gemerkt habe, weil ich kein einziges Mal auf die auf das Brett geguckt habe in der Folge bisher. Maria Taylor, zeige dich. Maria Taylor, erscheine. Gib mir ein Zeichen. Ich wundere mich die ganze Zeit auf dem Boden. Unter dem Thermometer ist so ein Schatten. Das sieht irgendwie aus wie eine Gabel, aber jedes Mal, wenn ich drauf geleuchtet habe, war das halt weg. Dinge, so zwischendurch einfach mal kommen. Maria Taylor, erscheine. Du geiles Stück, du. Du bist doch die Frau des Wärters, der sich umgebracht hat. Deswegen musst du jetzt hässlich sein. Sonst stimmt meine Geschichte nämlich nicht. Nein, 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 nein. Maria Taylor. Maria Taylor. Sie hat deswegen einen anderen Nachnamen als der Typ von eben, weil sie hat sich erscheinen lassen und dann hat sie ihren Geburtsnamen wieder angenommen. Maria Taylor? Das ist voll gemein, aber es war das Geister-Event jetzt wenigstens. Zeige dich bitte. Maria Taylor, erscheine. Doch, ein einziges Mal. Nein, 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 das will ich alles nicht. Ich will nur ein Foto von dir haben. Maria Taylor, erscheine. Oh, Maria Taylor, wirf etwas. Oh, Maria Taylor, wirf etwas. Maria Taylor, wirf etwas. Maria Taylor, tu was. Aktiv ist sie. War bestimmt mal eine Aktivistin. Maria Taylor, erscheine. Och, Maria Taylor, wirf etwas. Maria Taylor, zeige dich. Maria Taylor, zieh die roten Schuhe an. Maria Taylor. Gut, ich gehe. Hab ich gerade geil geschickt. Sie ist übrigens erwachsen. Sie ist 37, litt unter Kleinwuchs. Deswegen ist sie so hässlich. So, ist ein Foto. Ouija-Brett, Interaktion, schmutziges Wasser, Geist. Ja, gut. Null Sanity. Unförmige Brüste. 57. Soll ich das machen? Kruzifix. Och, müsste eigentlich gehen. So, kann ich das austricksen? Wo bist du? 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 Upstairs.
Warte. Ganz bescheuert bin ich dann auch wieder nicht. Ob ich die 0 schon erreicht habe. Ja, die haben wir schon mal. Kann mir keiner mehr nehmen. Oh, schönes Licht hier draußen. Gibt's auf den Lichtschalter? Greif mich an. Wo bist du? Wen hast du getötet? Wie alt bist du? Jahre. Kleinwüchsig. Wen hast du getötet? Wen hast du getötet? Okay, sie wollte angreifen. Ja, schön. Dann haben wir das doch geschafft. Ouija-Brett habe ich auch. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Habe ich angelockt? Oni noch nicht, oder? Buch. Oni. Genau. Plup. Sehr gut. Sehr gut. Kriegen wir wieder schön viele Dinge. Okay. Dann sehen wir uns doch gleich noch bei einer Folge, weil ich muss ja jetzt auch noch den dritten Vertrag kriegen. Dann mache ich es mir ganz, ganz einfach und spiele ein Tanglewood. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao.